Dies ist die Geschichte des ultimativen Traums. Ein Menschheitstraum. Ein Traum vom Ausbrechen aus den Grenzen des eigenen Planeten. Ein Traum von Freiheit im eigenen Universum. Ein Traum vom Erreichen der Sterne. Die erste Grenze war die Schwerkraft. Ihr erstes Ziel war der Mond. Schon bald durchbrachen mächtige Raketen diese Grenze. Doch es dauerte nicht lange und sie standen der nächsten Grenze gegenüber. Der Lichtgeschwindigkeit. Es wurde viele Jahre geforscht, bis das Genie der Menschheit das Sprungtor erfand. Diese Erfindung erlaubte den Raumschiffen, viele Millionen Lichtjahre in einem Satz zurückzulegen. Die Menschheit konnte nun mit der Erforschung neuer Systeme und Galaxien beginnen. Die Kolonisation neuer Planeten war nicht einfach. Abweichende Lebensbedingungen, ungastliche Landschaften und der Transport der Materialien machte den Bau der Kolonien sehr teuer und schwierig. Wieder einmal lieferten Forscher und Erfinder die Antwort. Ein mächtiger Roboter wurde entwickelt, der Planeten terraformen und Kolonien bauen konnte. So wie die Terraformer ihre Arbeit beendet hatten, waren die Kolonien bereit, Menschen aufzunehmen und vielen Siedlern ein neues Leben unter den Sternen zu ermöglichen. Im Verlauf der Jahre breitete sich die Menschheit auf viele verschiedene Sternensysteme aus. Gleichzeitig jedoch entwickelten die Terraformer eine eigene Intelligenz. Sie begannen zu denken. Im Geheimen planten sie einen Aufstand gegen ihre Schöpfer. Mit einem Überraschungsangriff verwickelten sie die Menschen in den tödlichsten und zerstörerischsten Krieg aller Zeiten. Die weit verstreuten Kolonien der Menschen waren darauf nicht vorbereitet und viele wurden bei den ersten Angriffen vernichtet. Die Terraformer brauchten nicht lange, bis sie den letzten Schlag gegen die Menschen planten. Den Angriff auf die Erde selbst. Nur eine kleine Gruppe mutiger Piloten rettete die Erde vor der Zerstörung, indem sie die übermächtige Flotte der Terraformer in ein verstecktes Sprungtor lockte. Beide Flotten verschwanden für immer und das Sprungtor wurde vernichtet. Die Menschheit brauchte über 500 Jahre, um sich von diesem Krieg zu erholen. 500 Jahre, in denen die Menschen wieder an ihren Heimatplaneten gebunden waren. Doch der Traum lebte weiter. 10 Generationen von Wissenschaftlern arbeiteten hart, um die Sterne wiederzugewinnen. Und schließlich bauten sie einen neuen Raumschifftypen. Dieses Schiff, besser bekannt als das experimentelle Shuttle, ist das erste Schiff, das große interstellare Distanzen zurücklegen kann, ohne ein Sprungtor zu benutzen. Der Prototyp ist nun bereit zum Testflug.